Hallo, meine Lieben, hier sind wir wieder. Wir machen gleich weiter. Ihr wisst ja, wo es weitergeht. Wetten wir, kommen da an und die beschießen uns gleich. Sowas von. Sowas von. Ey, Leute, ich hab grad geladen. Ich hab extra diesmal den Ladebildschirm übersprungen und boom, nächster. Looks like we got here before the Klingons, Captain. We should make the most of this advantage. What are your orders? Kolonisten waren. I've managed to establish comms with the colony. It's not a great signal, but it's the best we're gonna get. Putting him through now. Auf dem Schirm. Hello, Captain. What can I do for you? Ein klingonischer Angriffstrupp ist unterwegs. Evakuieren! Ja, Chief! Sie müssen evakuieren! Evakuieren! Was passiert? We just lost contact with poor Van 2, Captain. Something's blocking all subspace signals in this area. There's a wer wohl? It should boost our signals so we can warn the ship and the colony. Warum wohl? Setzen Sie Kurs. Ja, schön. So, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie es nochmal ging. Ah, okay. Scanning in progress. Our hails are still blocked. The Klingons may be attempting to isolate the planet before they land. Natürlich. Orders, Captain? Können wir die Kolonisten erfassen? Not from orbit, Captain. Klingons are disrupting transporter operations at the local level. Colonial evacuations on a mass scale could be problematic. We may have to try to Klingons here until Starfleet reinforcements arrive. Genau das, was ich dachte. Wir müssen uns voll reinstürzen und die alle abballern. Okay. Klingon forces inbound. Ja, ich denke es mir. Aye. Those civilians won't last long against Klingons. We need to help them. Volle Breitseite, sag ich mal, ne? Short-range comms again. Long-range signals are still blocked. I've updated the colony. However, the Klingons have started to send down attack squads. What are your orders? Das sehen wir dann, ne? Die fragen immer noch Orders. Wir können ja nichts machen, außer abwarten. Captain, the civilians are trying to fight the Klingon landing craft. Schön! The Klingon jamming and hail the civilians. Das ist toll. Da sind sie. Disengage immediately. I repeat, disengage. Roger that, Starfleet. All ships, fall back. Target shields are failed. All civilian ships are safely warped out of the system, Captain. Das ist sehr wenig rumlaufen, ne? Aller Mass Effect. Das ist sehr viel. Das. Ich habe immer noch 100%, ey Leute. Immer noch 100%. Was sagt uns das? Mach mal gut.
Volle Breitseite, ne? Sollten wir ja auch machen. Scheint zu funktionieren. Es explodiert auch schon. Immer noch. Captain, the miners won't be able to hold off the Klingons for long. I'm reading more enemy ships on long-range sensors as well. It won't be long before the colony is overrun. I recommend we beam down to help the miners while we can. Unterbeam. Endlich! Evelyn! Jawohl! Endlich! Was ich gerade sagte. Sehr wenig. Alle runterlaufen und jetzt laufen wir. Laufen wir rum. Diet, diet, diet. Es ist ein bisschen lange Ladezeit, ne? Well, this isn't good. According to our readings, over half the colony has been overrun by the Klingons. At the rate they're moving, this area will fall in less than an hour. Wir tun, was wir können. Lead the way, Captain. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Wie war das nochmal? Das ist echt so lange her, ne? Bergarbeiter, Bergarbeiter, Bergarbeiter. Leave the gate closed. We have to get out of here. And leave the others to die? We have to help them. Starfleet's here. Also? Thank goodness. Da sind doch welche. Thanks. We didn't think anyone got our distress signal. Glad that's not true. We were about to surrender. We didn't have any weapons. We do have some spare armor suits for you and your officers, though. They're in the crates next to the gate. Oh! Okay. This code will open the gate. Chief Smythe and some of the others are still in there. I know it's asking a lot, but if you can, please, save them. Machen wir doch. Here are the codes to the gate. You have to save the chief and the others. Sollen wir nicht irgendwas mitnehmen? Ah, da. Frage ist, sie hat da noch nichts an. Check. Habe ich noch was für sie? Hier, nimm das mal mit. Ja, nimm das mal mit. Ich brauche das nicht. Was? Ach so, Waffen, ja. Und eine zweite Waffe kann sie nicht nehmen. Kann sie nicht nehmen. Ah, hier ist ja noch eine. Nee, hier ist nichts mehr. Okidoki. Ja, ich sehe das schon. Das weiter, nein. Ja, okay, das brauche ich. Ich bin total übervorsichtig, ne? Ich muss wahrscheinlich überhaupt nicht. Obwohl, da sind noch einige. Ne, wir sind gerade. Sind die weg? Da waren doch gerade welche. Jetzt sind sie weg. Ach! Ich habe jetzt nicht. Tschüss. Ah.
Starfleet can't help you. Thank you. Oh. Ich kann nichts machen. Das heißt, es gehört jetzt zum Skript, dass der jetzt angreift. Ja. Das ist voll gecheatet, Spiel! Ich hätte den retten können! Ich hätte den gerettet! Ich bin den Sniper! Ich hätte das machen können! Gecheatet wird hier! Wow, ihr könnt ja gut schauspielern. It's just us up here, Captain. No sign of Saprova or Ticonderoga. Okay. Ja, das freut uns ja, dass ihr ganz alleine sind. Super. Ey, hasset, unglaublich. Du kriegst jetzt die volle Ladung. Hey, war die getan? Da wäre doch gerade noch nicht zu sehen. Komm her. Badusch. Alter, da... Da ist doch einer. Kann man da nicht irgendwie noch was holen? Na, nix. Also so dieses Looten ist sehr spartanisch, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwas übersehe. Aber da ist was. Kolonietor? Ja, komm. Mach euch so fertig, mach euch so fertig! Was ist er da? Noch beide, aber wieso sind die rot? Das sieht sowas von nach einer Falle aus. Ohne Witz, ey. It's a trap! Stay back! I'm warning you! Hang on. Hallo? You're Starfleet! Excellent! You were the one who contacted ja. Us, yeah? Ja, immer noch. I'm glad you're here. I'm sure you can get we're If it wasn't for Fletcher visiting family here, might have eaten a disruptor place by now. Not to be critical, but where are the rest of you? The Hollywood is in orbit. Oh, that's not good. We're in big trouble. These Klingons mean business. They've locked us out of the mine. Probably down there robbing us blind while we speak. No way we can beam anyone down to stop them. And they've probably killed all our security there by now. Ja, wir tun mal, was wir können. Glad to hear it. We're definitely gonna need that help. There's some gear in those crates. Use it. Okay. Ja, wo ist es denn? Ach so. Das kommt echt immer ein bisschen spät hier, ne? So, was haben wir da? Taktikmodul Photonengranate. Ah, Kit-Modul. Okay. Warum geht da ein Timer? Wow, da waren gerade zwei Tillys. Zwei Tillys ist eine zu viel, wenn sie gleichzeitig mit mir reden wollen. Boah.
Beeil dich! Okay. I think we can hook up the field emitter to the power core and modify it to broadcast a field over the entire facility. It's a short-term solution, but it could be what we need to keep the Klingons from getting any more of their troops down there. Das könnte funktionieren. I know, right? First things first. I'm reading a device at the base of the mine entrance. If you can set up a jumper between it and the main command console, you'll be able to reroute the field's power flow. That'll open up the mine for you and set up things for my plan. Richtig. Wir werden die Energie umleiten. Gut. Und wo ist das? Da ist das. Gut, dass ich das kann mit meinem Dingli. It goes ding. Alright, we're in business. Almost. I'm gonna need someone to be my hands down there. Also, ich finde das spossig. Ey. Pausenzone? Was? Was ist das denn? Pausenzone? Hey, nice work. Yep. Perfect timing too. I can hear the Klingons coming. We're about to have some really unpleasant company. Let me your communicator. If your engineer can walk me through it, I'll get the job done. Just keep him off me, okay? Jo. Beeilung, Beeilung. Wir machen das dann. Let him have it. Ja, klar. Die, okay. I need you to pull the actuator, invert it and jam it back in. Trust me. Okay. It's in there. I think yeah, I'm Granaten. Woohoo! Now manually cycle the power while forcing the short through the jumper. Das war gerade komisch. Das machen wir noch mal. Oh, and don't electrocute yourself. Please. Das war irgendwie nicht so cool wie eben. Alter! Yay, yeah, jetzt komm. Shit! Look, I'm doing this as fast as I can. I'm a miner, not an engineer. Evelyn, hältst du noch durch oder muss ich dich gleich hier wiederbeleben? Ich habe gleich keine Granaten mehr. Wahrscheinlich habe ich die jetzt voll verplant, weil das sowieso alles geskriptet ist, aber... das sieht nicht sehr gut professionell aus. Good job, Chief. The field looks stable. The system is still clear, Captain. But those Klingon ships are getting closer. The faster you can finish up down there, the better. Halten Sie sich bereit, Chief. Least I could do. Thank you for putting your lives on the line here. We won't forget it. Auf geht's, Fletcher, Sie kommen mit mir. There's no way I'm sitting around and letting the Klingons take this place without a fight. Oh, and sorry about that whole phaser in the face thing earlier. Won't happen again. Klingons worry about me, not the other way around. Let's go. Wieso habe ich keine Waffe? Hallo? Ja, hätte doch schon. Medic! Ja, witzig, ey. Ohne Witz. Läuft die da mitten rein und wundert sich, dass sie abgeknallt wird. Alter! I owe you one. Okay. Yeah. Yeah, you owe me one.
natürlich zu weit. Warte mal, Metallis. Das bringt uns nicht viel. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Die läuft schon wieder vor. Was ist das denn? Das ist irgendein Nahkämpfer dadurch, ne? So, wie sieht's aus? Gut sieht's aus. Ich bin voll. Gecheatet. Das sieht ziemlich gut aus. Wie siehst du aus? Nicht so gut, ne? Kleines Hydrospray. Hypnomedizin. Plus 127 Trefferpunkte. Das ging nur auf mich. Na, ganz toll. Oh, jetzt sind die ganzen Lippersprays weg. Oh, no. Oh, it's locked. I suppose we'll just have to knock. What? The bombing has stopped. Something's wrong. Secure the dilithium and prepare it for immediate transport. No! Oh, das war genug Sprengstoff. Könnt ihr mir bitte aus der Schusslinie gehen? Ich hau dich so um. Ah. Ey, der ist ein bisschen... Warum schießt sie denn jetzt auf den nächsten? Das ist der Truppenkommando. Commander. Könnt ihr mir mal... Warte mal. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Das machen wir. Kriegen wir hin. Könnt ihr das bitte nicht machen, wenn ich daneben stehe, Leute? Alter. Friendly Fire hier. Unglaublich. Captain, we're picking up some strange energy readings near your position. What's going on down there? Der Bergbau? Klingt etwas seltsam. Could be a problem. It might be pulling more power than it should. Give me a sec, I need to run some numbers. Das wäre nicht lebensbedrohlich, oder? Hold on. Okay. I pulled the specs on that unit. It's an older model, but it gets the job done. It uses two oscillating beams instead of a fixed pulse. Das gefällt mir nicht. Well, I'm seeing three possible outcomes to this rig overloading. Überladung? Was sind die Ergebnisse? Assuming the rig can handle the increased output, the beams will just keep on oscillating until they hit the planetary core. Kaboom. Then, nicht so akzeptabel! The rig does not handle the power spike and automatically vents the excess energy, violently. The blast hits the field we just put up, partially reflects, and hits the colony. Boom. Gibt es ein Ergebnis ohne Boom? Outcome 3. You managed to trigger an emergency shutdown before the rig goes nuclear. Still a bad thing.
bad as, say, a warp core breach, but still bad, so we should definitely try to avoid that. Wir nehmen die Option. Okay, I found the emergency shutdown mechanism, and good news, it's really easy to operate. It's just a pair of simple switches on two separate consoles that have to be activated at the same time. I don't know, I guess it was built that way so a single disgruntled miner couldn't shut down the whole operation. Miners get disgruntled, you know? You can do this. Ask around, see if there are any locals. They might be able to assist. Ja, Fletcher ist doch da. Kann das doch. Okay. Und ich nehme die andere. Wow, that was really close. Good job, Captain. The security field is still standing, the mine secure, and you didn't blow up. And that's good. But the Klingons are still on their way. We could use your help up here when you're ready to beam up. Hochbeam. Ich brauche hier nichts. Captain, the colony's security field is holding strong. There's still a lot of Klingon ships on Aber... the way. But there's a problem. Civilian ships travel through here frequently. Mm. We need to warn them about the Klingons, or they could warp into the middle of a war zone. Ja, automatisches Warnsignal, ne? Absolutely. We could even remotely program the signal on a satellite as we leave the system. Which we should. Soon. The message won't get very far, but anyone who enters the system will get the signal and be able to turn around before it's too late. Dann los! Ich sag es nicht! Ich sag es nicht! Nein, ich sag es... Okay, ich sag es, make it so. Abgedroschen. Dann machen wir es so. Schön! Was macht... Alter! Wieso? Okay, das dauert wieder ewig. As soon as they can. We can't afford to lose this system to the Klingons. Danke, dass Sie gekommen sind. You do the same where our situation's reversed. I believe Captain Schaefer would be proud of you and your crew, Captain. Your efforts to defend the Federation are commendable, and my report will indicate this. Yo. Apart from your valor in combat, I'm particularly impressed by your work with the local satellites. Turning them into distant warning beacons was quite clever. Those signals will save a lot of lives. Klingon 2 ist aber immer noch in Gefahr. Indeed. I'm sure Starfleet Command has detailed plans for defending Korvan. For now, however, your work here is done. You're to report to the Sol system with the civilians you've rescued. Once you arrive, report to Admiral Kensington for debriefing. Okay. Was mit Fletcher? Fletcher would make a fine addition to your senior staff. I'll make a note of it in my report to Starfleet Command. Done well under extraordinary circumstances. Anton's ship is in good hands. Keep up the good work. Tran out. We've done all we can, Captain. Let's get to safety while we still can. Coraline. Okay. Na dun. Im Sol-System werden die uns doch jetzt nicht sofort attackieren, ha? Huh? Hoffe ich, denke ich. Weil eigentlich ist unsere Zeit jetzt erstmal schon wieder rum. Ja. After everything we went through out there, going back to Professor Schirmer's advanced physics class doesn't seem as scary now. I mean, what's string theory compared to dodging Klingon disruptor blasts or trying to keep a warp core stable? Speaking of scary, think Admiral Kensington's gonna go easy on you?
The ship did kind of get beat up. Ach. Das wird schon. Wieso habe ich meine Waffe noch? Ich konnte es doch auch irgendwie wegtun. Ganz weg. Hm. Oh, was ist das denn? Nix. Hat nichts mehr zu sagen für mich. Okay. Admirals Bericht erstatten. Ja. Aber was machen die anderen hier alle? Das ist so. The Admiral's office is this way. Ach! Jetzt sagt sie wieder was. Ja. Sagt sie wieder was. Ist okay. Thanks for coming. You've been through a lot. Starfleet Command appreciates your efforts, especially at the Corvin system. I do as well. Danke. I've read the official reports, but I'd like to hear your take on it all. This Ja'ula has become quite a thorn in our side. You're fortunate. Very few have survived combat with her. Our agents are on the hunt for Ja'ula as we speak. Bringing in the sister of T'Kuvma will be quite a blow to Klingon morale. Rest assured, you're not the only one who wants her to pay for her crimes. Ja, ich glaube nicht, dass wir sie zum letzten Mal gesehen haben. In der nächsten Folge kommt sie wieder. Neither do I, unfortunately. Well then, based on what I'm seeing here, you're exactly the kind of officer Starfleet needs now. I know your ship might not be the Enterprise, but you've proven yourself capable of sitting in her center chair. The job's yours if you want it. Yes, under normal circumstances, it would take years of work to get your own command. But these aren't normal circumstances. The war isn't going well for us. We don't have the luxury of waiting years before putting good officers on the line. We need them out there right now. Yes, Corvin would have been a disaster if it weren't for you and your crew. Starfleet wants to recognize that. Therefore, as of now, I'm making your promotion and command official. I see the same things in you that Schaefer did. Honor his name and make us all proud. Vielen Dank, Admiral. Ja, wir werden sie nicht enttäuschen. I wouldn't recommend it. I have it on good authority. I'm quite a terror when crossed. On to more mundane duties, hmm? You'll need to check in with the tailor and update your uniform in a manner appropriate to your new rank. After that, acquire a shuttle for your ship. When you're finished, return to me for new orders. Jawohl, Admiral! Don't look unhappy. That's good, right? Das ist sehr gut. Ich bin nur gerade befördert worden. Mal eben so. Aus dem Rohr. Heraus. Your minimap shows you where your objectives are. An arrow will appear on the minimap if you are far away from your objective. Remember, your objective locations can also be found on your compass as well as your minimap. Okay. Was ist das? Okay, das ist der Shop. Was ist das? Ah! Der Scanner gibt's da auch, alles klar. Das ist schön. Mit dem Schneider sprechen. Okay, okay. Hier gibt's Blümchen. Hübsch. Hübsch Blümchen. Okay, zum Schneider. Zum Schneider, zum Schneider, zum Schneider. Boing, weg da. The various shops are in the main campus building. Nice, nice. This way. This way. Tilly, die stellen sich da alle an. Müssen wir uns nicht anstellen? Wir sind so krass! Wir gehen einfach mal durch! Ja, ja, danke schön. Danke. Zeigen Sie mir, was verfügbar ist. The shipyard officer is this way.
Was macht sie? Ich weiß es nicht. Nice, it really suits you. Tja. So, wo ist der Händler? Tilly, zeig's mir mal. Ach so, ich muss mit der reden. Nee, ich muss nicht mit dir reden. Okay. Sie zeigt mir das schon. Gut. Ja, hier. So, Shuttle, genau. Danke. Nein. Das brauche ich nicht. Hey, don't keep the Admiral waiting. Ja, doch. Zurück zu Admiral Kensington. Ich sag euch was. Ich gehe da hin und dann sehe ich euch im nächsten Video, wenn ich da bin. Alles klar. Unsere Zeit ist schon wieder vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.